Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Stickwar Legacy. Ja, die 2. Folge nach dem Update, nach einer Ewigkeit. Wir haben hier noch ein paar Zusatzlevel. Hier, 5 und 6. Wie im letzten Video schon erwähnt, die werden wesentlich schwieriger. Und ja, beginnen wir. Flammenbringer der Grenzländer. Widersetze dich der Hitze lang genug, um die Flammenbringer der Grenzländer zu vernichten. Ich weiß nicht genau, ob die irgendwas Spezielles haben. Naja, Lava-Skin oder Magma-Skin. Ich soll mich nur widersetzen oder soll ich die auch kaputt hauen? Keine Ahnung. Mal gucken. So, erster Schwertzorn. Zweiter Schwertzorn, dritter, vierter Schwertzorn. Die scheinen, als ob sie angreifen wollen. Aber ich habe noch keine wirkliche Verteidigung. Deshalb ziehe ich mich erstmal zurück. Ja, 6 Schaden haben die gemacht. Oha. Ich glaube, ich habe keine Chance. Aber mal gucken. Na, los, los, schlag den noch tot. Ja, okay. So, das haben wir geschafft. Wir haben die erste kleine Welle schon überlebt. 3, 4, 5, 6. Sieben Bogies. Ein Bogie fehlt noch. So, letzter Bogie fürs Erste. Sperrtons sind dran. Ich muss die jetzt immer im Auge behalten, weil die eben schon angegriffen haben. Die sehen auch so aus, als wollten sie angreifen. Mache ich mich bereit. Und ein Sperrton down. Schwertzorn. Oh. Hilfe. Macht sie platt. Macht sie kaputt. Na los. Bumm. Oh. Nein, 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 nein. Ich bleib einfach drinne. 2 Schwertzorn, Sperrton herstellen. Ein Riese. Na toll. Die haben ja gleich das ganze Waffenarsenal dahin geschickt. Zum Glück habe ich die in der letzten Folge verbessert. Da, der Riese ist down, wir haben noch eine Menge Leben. So. Ein Schwertzorn, glaube ich, sollten wir noch herstellen. Und danach wieder Sperrtons. Wow, wie demütigend das für die hier sein muss. Die haben einen ganzen Riesen verloren. Da. Ah, weg ist er. So, noch ein Sperrton und danach wieder tausende von Bogies.
In dem Text stand zwar, widersetze dich, aber ich glaube, wir müssen die trotzdem angreifen. Immerhin ist hier ja eine Statue und das Ziel ist ja immer, die Statue zu zerstören. Also greifen wir die auch gleich wieder an. Aber vorher brauchen wir noch ein paar Bogies. 8 Stück brauchen wir noch. Fünf Stück. Vier. Oh. Die Bogies kriegen Feuerschaden. Glaube ich. Die haben jetzt so eine rote Schadenszahl bekommen. Scheinbar Feuerschaden. Aber nur die Bogies. Das heißt, wir müssen die Bogies schön weghalten. Von all dem Feuer, was überall ist. Das Feuer ist wirklich überall. Also kann das schwer werden. Vielleicht werden wir auch verlieren, ich weiß es nicht. So, stationieren wir die mal, um sie ein bisschen zu heilen. Ja, da braucht zwei. Keiner. Keiner braucht Heilung. Okay, dann greifen wir wieder an. Wenn niemand Heilung braucht. Oha, ich habe gerade ein paar Lags, weil wahrscheinlich so viele Figürchen gerade über den Bildschirm rennen. Ja, die Bogies bekommen definitiv Feuerschaden. Sind wir eigentlich ziemlich gut dran oder ziemlich schlecht? Naja, die vier Schwertzaun sind tot, also wie immer eigentlich. Nichts Besonderes. So, die ziehen sich zurück. Na los, die Magier. Ja, die Magier gehen noch locker drauf. Ach du Kacke. Drei Lava-Riesen. Und die hier kriegen Feuerschaden. Also ein bisschen zurück. Angriff. Ach ja, gerade in dem Moment, wo es spannend wird, ruft mich meine Mutter zum Essen. Na egal, weiter geht's. Oh, die Bogies sterben gleich. Ein Riese ist schon platt. Ich gehe mal kurz ganz in die Defensive. Und ich versuche die Riesen platt zu machen. Komm schon, wirf deinen Speer. Ich weiß nicht, wie es geht. Egal. Wir haben es geschafft. Gehen nochmal kurz in die Verteidigung. Ich habe nämlich kaum Truppen übrig. 8 Bogies. Da steht auch nicht mehr viel, aber die haben immer noch was. Ja, wir lassen die hier mal den letzten Bogie einfach noch. Und dann bringen wir es zu Ende. Na, los. Der letzte Bogie. Oh, ein Schwertzaun fehlt noch. Ich habe mich schon gewundert, warum die Zahl ungerade ist. So, und
Los geht's. Ja, die haben kaum noch Leben. Aber wir bringen es zu Ende. Brauche ich alles nicht mehr. Komm schon. Und ja, die Statue geht nieder. Der Lava-Skin für die sperrt uns. Oh mein Gott, der sieht richtig, richtig nice aus. So, Waffenlager. Wir haben wieder 4 Punkte. Unbedingt das hier erhöhen. Und vielleicht noch Magi-Killhut. Brauchen wir nicht, aber egal. So, sechstes Zusatzlevel. Und das letzte auch. Ein Deal mit den Toten. Treibe die Armee von Marowkais Seelendieben zurück in die Tiefen, aus denen sie gekommen sind. Das sieht aus wie. Ja, das ist das Zombie-Level. Das ist das Zombie-Level. Vom Design der Karte her ist das das Zombie-Level. Oh nein. Der erste Dead Kai ist auch schon auf dem Weg. Und sendet schon seinen Scharfrichter vor. Da kommen schon einige Zombies. Rückzug. Na komm schon, mach den Dead Kai kaputt. Oh Mann, wir stehen direkt in der Defensive. Ich glaube, das war's schon. Ich krieg halt den Dead Kai da nicht kaputt. Ja, der Magi-Kill ist wenigstens schon mal weg. Versuchen wir es. Greifen wir an. Für unsere Statue. Damit sie nicht zu viel einstecken muss. Na los, mach den Dead Kai fertig. Der Dead Kai ist am schlimmsten. So, sie ziehen sich zurück. Wir gehen wieder in unsere Verteidigungsposition. Drei Bogies und wieder Sperrton, so wie immer. Funktioniert auch so gut wie immer. Außer ich bin zu langsam und ich krieg's nicht gebacken, die da rechtzeitig aufzuhalten. So, dritter Sperrturm. Oh Mann, da kommen wieder vergiftete Zombies. Ja, ich kenne die noch, keine Sorge. Oder zumindest die meisten kenne ich noch. Aber das sind auf jeden Fall die, die vergiftete Körperteile werfen. Ein vergifteter Zombie noch. Na los. Ja, der hat auf jeden Fall einige Schüsse abbekommen.
Ich mache kompletten Blödsinn hier. Ich habe noch nicht genug Sperrtons und bilde schon wieder Bogies aus. Ich habe 4, 7. 7 Stück habe ich jetzt. 7 von 8. 8 von 8. Jetzt sind die Bogies wieder dran. Noch ein Magikill. Jetzt sind es 2. Ja, da haben sie mich schon ziemlich unter Druck gesetzt, gerade eben. Aber es hat ja geklappt. Und die hier würde ich ganz gerne opfern, diese zwei Schwertzorn. Weil die irgendwie meine Pläne ruinieren. Schön zickzack laufen. Okay, der ist direkt draufgegangen, der hat überhaupt keine Chance mehr. So, der hier noch, der hat kaum Leben. Wieder zickzack laufen. Die haben mich nicht erwischt. Haha. Ich glaube, ich habe einen Schlag bekommen. Bei irgendwem. Ja, die beiden tapferen Schwertzorn hier. Die sind für ihre Nation einfach gestorben. Was tut man nicht alles? Für die Verbündeten. Oha. Bereit machen und Angriff. Da kommt schon direkt der erste Riese. Aber der geht auch schnell drauf. Dank unserer vielen Bogies. So, wieder 4 Schwertzorn. Ah, die sind jetzt erstmal keine Gefahr mehr. Ich würde die trotzdem noch gerne einmal kurz heilen. Deshalb hole ich sie jetzt wieder zurück. Und lasse kurz unsere Burgbogenschützen da stehen. Oha, eine ganze Menge Schaden haben die eingesteckt. Die greifen noch nicht an, sind ja zu schwach. Ja, eine ziemlich hohe Zahl. Ich komme nicht hinterher mit dem Zählen. 6. 5. 6. 6, glaube ich. 6, die sich heilen müssen. Den Skin finde ich auch ganz cool. So durch mit Eis oder sowas durchflossen. So helles Eis halt. Sieht ganz cool aus. Wir haben 3000 Gold. Und einer muss noch geheilt werden. Der interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja, ein Sperrton. Der hält schon eine ganze Menge aus, würde ich sagen. So. Da kommen wir. Und da muss die Figur einmal schön leiden. Oha. Ein Dead Kai auf einem Riesen mit einem Baum. Ah, egal. Die Statue ist kaputt. Machen wir ihn nicht fertig. Ja, ein Vampir-Skin, okay, vom Schwertzorn. Obwohl es das Ende des Chaos ist, fühlt es sich eher wie der Anfang davon an. Das ist also quasi die Einleitung in das Zombie-Level.
verbessern wir das einfach nochmal. Auch wenn wir jetzt alles fertig haben. Ja, alles ist fertig. Die Folge ist noch jung. Deshalb würde ich sagen, beginnen wir mit Endlos. Ja, wie gesagt, ich habe schon geübt. Meine beste überlebte Nächte sind jetzt schon 30. Insgesamt habe ich 3.397 Zombies schon erledigt. Aber fangen wir einfach neu spielen. Endless Deaths. Wir gucken es einfach nochmal an. Einfach um uns nochmal so richtig einzuleben. Der Magiker in der Karte weiß nicht, wohin wir sollen. Der Sturm wird stärker. Ja. Wir schlagen unser Lager auf. Bauen Zelte. Und ja, finden natürlich auch ein bisschen Gold. Warum auch nicht? Da ist unsere Statue. Und da ist auch schon ein Zombie. Und Kopfschuss, tot. Und da kommen noch mehr. Leider hat es nicht gereicht für den Magikill. Ja. Legen wir los. Drei Bergarbeiter. Übrigens wurde hier dieses Schild in der Mitte hinzugefügt. Vorher wurde es am rechten Bildschirmrand angezeigt. Ich finde es ganz nett, aber wenn man hier ist, weiß man gar nicht, welche Nacht das ist. Ich fand das am rechten Bildschirmrand ein bisschen besser. So, noch ein Schwertzorn. Da kommen auch schon die ersten Zombies. Sind ziemlich schnell. So. Erster Zombie. Ah. Weg, lauf weg, lauf weg, los. Noch ein Bogi. Da hätten wir schon zwei. Autsch. Die armen Bergarbeiter. Oh, zu spät. Tot. Neuen machen. Noch ein Boogie. Ja, da sammeln sie fleißig Gold. Hier sind noch drei Zombies. Na los, schießt sie ab. Und immer schön auf den Kopf zählen. Ja, genau so. Ich glaube, das war's schon, oder? Ja, die erste Nacht haben wir geschafft. Und jetzt haben wir 2 Punkte. Statue und Krone oder Bergarbeiter? Ich glaube, die Krone, weil die gibt halt die ganze Zeit Gold. Und die Bergarbeiter müssen halt erstmal dahin laufen zum Gold und dann das alles machen. Wir brauchen einfach das Gold, um schneller voranzukommen. Und eine bessere Krone ist halt auch besser. Ach du Kacke, da kommen schon die ganzen Zombies. Wie viele sind das denn? Rückzug. Los, Rückzug. Mal schön auf die, die vorne sind, schießen bitte. Ja, da kriegen wir schon die ersten vergifteten Stücke ab.
Ich fürchte, ich muss hier die ganze Zeit jetzt drinnen bleiben. In diesem Modus. Ja, ich weiß. Aber es geht nicht anders. Die sind überall. Ich wurde in der zweiten Nacht schon überrannt. Ich glaube, jetzt geht's wieder. So, Bogies, los. Ah, wir haben jetzt schon gleich einige Bogies. 3, um genau zu sein. Oh, eine vergiftete Einheit. Schlimm. Stimmt ja, ich wollte ja noch hier die Kisten öffnen. Habe ich ganz vergessen. Truhen. 3 Stück. Der Blätterskin für die Bogies. Der Blätterskin für die Bergarbeiter, okay. Nichts Besonderes. Was haben wir hier so? Oh, der Eisskin. Oh mein Gott, was ist das für eine Kiste? Der Eisskin für den Magikill, eine Heilerin. Und, wer ist der? Griffon, der Große. Sehr wertvoll. So, einen Punkt haben wir noch übrig. Machen wir hier rein. So, noch 3 Überlebende. Kriechende Zombies kommen. Früher oder später muss ich auch die Minenarbeiter hier vorne aufgeben, weil dann viel zu viele Zombies kommen, dass ich die gar nicht mehr richtig aufhalten kann. So, noch ein Bogie und dann bauen wir den Nahkampf weiter aus. Oha, das ist eine ganze Menge. Gleich ein Sperrton. Ja. Am besten von hier hinten, weil der ist schon ziemlich schwach. So, Nahkampf weiter ausbauen. Noch ein Sperrturm, wir haben jetzt schon 2. Da kommen noch ein paar, ansonsten eigentlich gar nicht mehr. So, 4. Sperrturm und fürs Erste auch der letzte. Na komm, letzter Schlag und zurück. Noch ein Sperrturm? Nee. 2. 2 Schwertzorn. Ich würde sagen, eine Nacht machen wir noch. So, auf jeden Fall hier den Archidon-Köcher reinmachen. Und vielleicht auch die Skins. Ja, die Skins habe ich vergessen. Moment. Shop. Skins. So, machen wir hier mal den Blätterskin. Ach, geht nicht. Schade. Man kann es währenddessen nicht machen. Ah, jetzt kommen die sich selbst ausbuddelnden Toten.
Da haben sich ein paar ausgebuddelt. Auf jeden Fall noch die Archidons erhöhen. Noch ein Archidon. Ich finde die Musik ganz cool. So, noch ein Sperrton, weil der hier ist ja keiner von uns, sondern einer, der nicht mehr verbessert werden kann. Dann noch ein Schwertzorn wegen dem anderen Schwertzorn, der da noch ist. Und noch mehr Bogies. Noch ein Bogie. Wir brauchen eigentlich nur Bogies. Und der Tag ist vorbei. So, die Kiste öffnen wir noch. Die Skins mache ich auch noch drauf. So, öffnen. Und oha, 130 Edelsteine. 2000 600 haben wir. So, hier die Skins. Blätterskin. Mehr Gesundheit, Verringerung der Baukosten, Steigerung der Baugeschwindigkeit. Vampir. Lebensklau. Okay. Immunität gegen Gift. Die können nicht von den Zombies vergiftet werden. Ja, natürlich, das machen wir direkt. Blätter ist zwar günstiger, aber wer braucht das schon? Wir haben Vampir. Verlangsamt feindliche Einheiten. Bonusschaden für Tote. Ich glaube, das nehmen wir. Und hier haben wir den Lava-Skin. Rüsten wir auch gleich aus. Ja. Eis. Machen wir das. Auch wenn ich den nicht nutzen werde. Ja, nehmen den auch mal gleich mit. So, 2 Punkte haben wir noch. Ich würde die dann hier rein investieren. Und ich würde sagen, das war's dann noch mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.